Heute für euch die wahre Geschichte von Lord Voldemort und Nagini. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir sowohl die Harry Potter Filme als auch die Fantastischen Tierwesen Filme sowie Lord Voldemort und seine treue Begleiterin die Schlange Nagini besprechen. Nagini wurde erstmals im Film Der Feuerkelch eingeführt, wo sie einen armen Muggel ermordet. Seitdem klebt sie an Voldemorts Seite, eine vertrauenswürdige und loyale Begleiterin, die ihm in jeder Situation treu zur Seite steht. Selbst als Voldemort schwach war und nur noch ein Schatten seines früheren Ichs und seiner Macht war, blieb sie an seiner Seite, was für das starke Band spricht, das Voldemort und Nagini verbindet. Nagini, wie wir sie aus dem Harry Potter Franchise kennen, wurde in der Originalserie jedoch nicht sehr ausführlich behandelt. Erst in Fantastische Tierwesen erfahren wir etwas mehr über ihre Geschichte. Nagini ist eine so reichhaltige Figur mit einer langen Geschichte, aber in Harry Potter sehen wir nur ihre Schattenseiten und die bereits entwickelte Beziehung zu Voldemort. Wir bekommen nicht wirklich ein Gefühl dafür, wer sie ist oder was ihre Geschichte ist. Im heutigen Video werde ich in ihre Geschichte eintauchen, nicht nur als Schlange, sondern auch als Frau. Naginis Geburtsjahr ist nirgends offiziell vermerkt, aber wir wissen, dass wir sie zum ersten Mal in Fantastische Tierwesen im Jahr 1927 sehen und sie scheint Ende 20 oder Anfang 30 zu sein. Basierend auf diesen Informationen gehe ich davon aus, dass Nagini etwa um das Jahr 1900 geboren wurde. Nagini wurde jedoch nicht unter normalen Umständen geboren. Sie kam nicht als normales, gesundes Baby zur Welt, sondern war mit einem Fluch belastet. Wir wissen nicht, ob sie aus einer Familie von Hexen, Muggeln oder etwas anderem stammt, aber ihre Abstammung beinhaltete den Maledictus-Fluch, der über die Generationen weitergegeben wurde und von der Mutter auf die Tochter übertragen wird. Aus diesem Grund wurde Nagini als weiblicher Maledictus geboren, als Trägerin dieses Fluches. Ein Maledictus leidet unter einem Blutsfluch, ein Fluch, der bewirkt, dass sich der Betroffene im Laufe seines Lebens langsam in ein Tier verwandelt. Das Tier kann je nach Fluch variieren. Nagini, deren Blutsfluch sie dazu bestimmte, sich in eine Schlange zu verwandeln, wurde jeden Tag ein wenig menschlicher und immer mehr Schlange. Im Allgemeinen kann sich der Betroffene einige Jahre lang nach Belieben verwandeln, aber dies geht mit der Zeit verloren. Irgendwann verliert man die Fähigkeit zur Verwandlung und bleibt in der Tierform stecken, für die man dann bestimmt ist. Ein Blutsfluch ist ein furchtbarer und unausweichlicher Fluch, der sich in dich hineinfrisst und dir langsam deine Identität raubt. In Harry Potter sehen wir Nagini, nachdem sie ihre Fähigkeiten zur beliebigen Verwandlung vollständig verloren hat und dauerhaft in ihrer Schlangengestalt verbleibt. In Fantastische Tierwesen ist sie jedoch noch eindeutig in der Lage, ihre menschliche Gestalt anzunehmen und wechselt sogar zwischen den beiden Formen hin und her, bevor sie dauerhaft in eine Schlange verwandelt wird und schließlich zum Horcrux wird. Nagini war nie eine wirklich unfreundliche Frau, sie war eigentlich immer relativ schüchtern, ruhig und freundlich. Leider wurde sie vom Circus Arcanus misshandelt. Der Circus Arcanus war ein Wanderzirkus, der einem Mann namens Skander gehörte und im Wesentlichen als Freakshow betrachtet wurde, die weltweit größte Kuriositäten ausstellte. Nagini wurde zur Schau gestellt und gezwungen, der Welt zu zeigen, was für ein Freak sie war, obwohl sie in Wirklichkeit nur eine arme Frau war, die unter einem schrecklichen Fluch litt. Skander war unglaublich grausam und nutzte Nagini aus, indem er sie zwang, täglich für seine Show aufzutreten. Sie saß dort fest, bis Credence Barebone bei einem ihrer Auftritte vorbeikam und sie befreite, damit sie fliehen konnte. Ihre neue Freundschaft war ungewöhnlich und jeder war genauso verwirrt wie der andere, was ihren Platz in der Welt anging. Sie waren ein unheimliches Paar, ein misshandelter Maledictus, der gefangen gehalten worden war, und Credence, ein Junge, der nichts über seine Identität wusste, aber natürlich alles herausfinden wollte. Um Credence zu helfen, taten sich beide zusammen und suchten nach Antworten auf Credence Existenz, seinen biologischen Eltern und seiner Familie. Nach einem unglücklichen Zusammentreffen mit einem Gefolgsmann von Grindelwald fanden sich Nagini und Credence auf einem Dach in der Nähe des Eiffelturms in Paris wieder. Zu diesem Zeitpunkt war Grindelwald bereits mit Credence bekannt und begann die Samen der Manipulation zu sehen, denn er wusste, dass die Macht dieses beeinflussbaren, aber mächtigen jungen Obscurus leicht zu nutzen war, wenn er seine Karten richtig ausspielte. Obwohl Nagini in Harry Potter scheinbar ziemlich böse ist, scheint sie in Fantastische Tierwesen überhaupt nicht böse zu sein. Tatsächlich erkannte sie sofort, was Grindelwald vorhatte und versuchte ihr Bestes zu geben, um Credence zu retten. Doch lasst uns nun mit Naginis Geschichte fortfahren, dort wo sie zum ersten Mal Lord Voldemort begegnete.
Obwohl wir kein genaues Datum haben, wird spekuliert, dass Nagini und Voldemort sich irgendwann in den 1980er Jahren in den Wäldern Albaniens getroffen haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nagini wahrscheinlich ihre schlanghafte Gestalt angenommen, während Voldemort in seinem körperlosen Zustand versteckt war. Wie ihre anfängliche Interaktion ausgesehen hat, ist reine Spekulation. Wir wissen jedoch ein paar Dinge über Voldemort, die ihm bei der Interaktion mit einer Riesenschlange geholfen haben. Zunächst einmal ist Voldemort ein Nachfahre von Salazar Slytherin. Das bedeutet, dass er eine starke Verbindung zu Schlangen hat und sogar mit ihnen kommunizieren kann, da er ihre Sprache spricht. Nagini, die zu diesem Zeitpunkt in ihrer Maledictus-Form feststeckte, hätte wahrscheinlich die Gelegenheit ergriffen, endlich mit jemandem zu sprechen, da sie das sonst garantiert nicht konnte. Nagini war eine verlorene Maledictus, die sich nicht verständigen konnte, und sie traf endlich jemanden, der sie verstand und dem sie ihre Geschichte erzählen konnte. Ob Voldemort in der Lage gewesen wäre zu erkennen, dass sie einmal eine Maledictus oder ein Mensch war, ist unklar. Aber er ist ein äußerst versierter Legilimentor, also bin ich mir ziemlich sicher, dass er einen Blick in ihren Geist hätte werfen können, um es herauszufinden. In Voldemorts Fall war er gerade erst besiegt worden und das ziemlich unerwartet und wusste wahrscheinlich auch nicht so recht, was er als nächstes tun sollte. Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach nur natürlich, dass die beiden sich zusammenschließen, denn jeder von ihnen hat dem anderen etwas zu bieten, was dem anderen fehlt. Ohne Naginis Energie wäre es wesentlich schwieriger gewesen, in eine körperliche Form zurückzukehren. Und ohne Voldemort hätte Nagini keinen Sinn in der Welt gehabt und niemanden gehabt, mit dem sie hätte reden können. Sie wäre einfach allein gewesen. Nagini trug entscheidend dazu bei, dass Lord Voldemort überlebte, bevor er wieder in seinen richtigen Körper zurückkehren konnte. Ihr Gift wurde sogar als Elixier verwendet, das ihm half zu überleben. Es war einer der Hauptbestandteile eines Trankes, mit dem er seine Kräfte wieder aufbauen konnte. Nagini half Voldemort auch dabei, zahlreiche von Morden zu begehen. Und ein besonders bedeutender Mord, der Mord an Bertha Jorkins, besiegelte ihre Verbindung mehr denn je. Nach dem Tod von Bertha Jorkins wurde Nagini zu einem von Voldemorts Horcruxen. Sie war nun mehr als nur eine Gefährtin. Ein Fragment von Voldemorts Seele lebte in ihr. Zu diesem Zeitpunkt war ihr früheres schüchternes und sanftes Wesen verschwunden und sie wurde zu einer Art Waffe, die Voldemort absolut treu ergeben war. Da sie einer von Voldemorts Horcruxen war, teilte sie sogar ein telepathisches Band mit ihm und war in der Lage, über große Entfernungen mit ihm zu kommunizieren. Trotz Voldemorts böser Natur schätzte er sie sehr und ich glaube, dass sie ihm im Laufe der Jahre immer ähnlicher wurde. Es sollte auch erwähnt werden, dass Voldemort eine sehr hohe Meinung von Nagini hatte, was man von vielen Menschen nicht behaupten kann, oder den meisten sogar. Tatsächlich sagte Dumbledore Folgendes über Voldemorts Beziehung zu Nagini: Ich glaube, er mag sie vielleicht so sehr, wie er etwas nur mögen kann. Voldemort hielt sie jedenfalls gerne in seiner Nähe und hatte ein ungewöhnliches Maß an Kontrolle über sie. Für beide hatte diese Vereinigung eine besondere Bedeutung und es ermöglichte zwei Seelen ihren Platz in der Welt wiederzufinden. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl Nagini als auch Lord Voldemort ein wenig verloren in der Welt, ähnlich wie bei ihrer ersten Begegnung mit Credence. Nagini steckte in einer Schlangengestalt fest, hatte eine völlig neue Identität und war völlig frei von menschlicher Interaktion. Sie hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was sie als nächstes tun sollte, und sie muss unglaublich einsam gewesen sein. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was denkst du darüber? Denkst du, ich habe irgendwas vergessen in ihrer Geschichte oder dass es irgendwas gab, was wir nicht wissen, was wirklich relevant sein könnte? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.